Rush-Hour am Stuttgarter Flughafen. In den Morgenstunden herrscht Hochbetrieb am Airport der Schwabenmetropole. Mit rund 10 Millionen Fluggästen im Jahr belegt Stuttgart Rang 7 unter den deutschen Flughäfen. Bis zu 500 Starts und Landungen am Tag müssen von den Tower-Lotsen der deutschen Flugsicherung sicher koordiniert werden. Eine Besonderheit ist sicher, dass wir relativ viel Traffic mit einer Piste hier abarbeiten. Und die große Besonderheit ist, dass wir viel Sportflugzeuge hier in Stuttgart immer noch haben. Das heißt, im Endeffekt, jeder Lotse muss nicht nur mit Profis auf der Gegenseite arbeiten, sondern eben mit viel Amateuren. Für einen Tower-Lotsen ist heute ein besonderer Arbeitstag. Nach über einem Jahr Ausbildung absolviert Christian Kelm heute die abschließende Lizenzprüfung. Gestern Abend konnte ich sehr schwer einschlafen, aber heute Morgen geht es einigermaßen. Also es fühlt sich halt nicht komisch an. Ich stelle mir halt vor, es ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ich mache das so, wie ich es die letzten Wochen jeden Tag gemacht habe. Hinter mir sitzen Leute, das war die letzten Wochen auch so. Also eigentlich ganz normal. Es ist halt, man stellt sich immer selbst vor, jetzt passiert irgendwas Schlimmes und darum schaffe ich es nicht. Aber das sollte man einfach nicht denken, einfach ganz normal rangehen. Ausgebildet wurde Christian Kelm an der Akademie der Deutschen Flugsicherung in Langen. In zahlreichen Theoriekursen wird hier den angehenden Fluglotsen das nötige Wissen vermittelt. Die Unterrichtssprache ist in vielen Fächern Englisch, das Tempo von Anfang an sehr hoch. In einem 360-Grad-Simulator wird das theoretische Wissen dann angewendet. Hier können alle möglichen Szenarien an einem Flughafen realitätsnah dargestellt werden. Nach 12 Monaten in der Akademie geht es dann in die Praxis. Der Schritt vom Simulator in den echten Tower ist für die Auszubildenden eine riesengroße Herausforderung. Im letzten Monat war es halt so, dass speziell darauf Wert gelegt wurde, dass ich wirklich alles korrekt mache, weil in der Prüfung wirklich alles korrekt sein muss. Dass ich mit allen Englisch rede und alles wirklich sehr korrekt mache. Und auch die kleinen, sehr kleinen Fehler wurden auch ausgemerzt, die ich halt eigentlich nicht machen sollte, die vielleicht noch durchgehen, aber in der Prüfung halt nicht. Windcheck 050 degrees, 13 knots. Die Prüfung besteht aus einer 4-stündigen Schicht im Tower. Eine Prüfungskommission aus 3 Mitarbeitern der Deutschen Flugsicherung wird Christian bei seiner Arbeit beobachten. Wie bei jedem Schichtwechsel üblich, gibt der Kollege bei seiner Ablösung zunächst einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation am Flughafen. Okay. Und dann viel Erfolg. Legen wir jetzt los, ne? First flight 525, wind 050 degrees 11 knots, runway 07, clear land. Der Einstieg wäre geschafft. Christian wird in den nächsten 4 Stunden alleine für den kompletten Verkehr auf den Start- und Landebahnen verantwortlich sein. Charlie Tower, hallo, I called back. Delta Whiskey Alpha so left, Foxtrot Continue Golf, Entry 2. Christian muss über Sprechfunk mehrere Flugzeuge gleichzeitig koordinieren. Die Prüfer legen dabei besonderen Wert auf exakte Ausdrucksweise und gut organisiertes Arbeiten. Während Christian einem Regionalflugzeug die Startfreigabe gibt, funkt ein anderer Flieger im wahrsten Sinne des Wortes dazwischen. Delta Magdalena Hotel, Stuttgart Tower, hallo, and someone was blocked out. Keine Antwort. Christian versucht ruhig zu bleiben und fragt noch einmal nach. Delta Uniform India, haben Sie gerufen? Uniform India, verstanden. Do you accept rot for 2 minutes? Check, thank you. Das Problem ist gelöst. Das andere Flugzeug bleibt auf seiner Position. Die anfliegende Verkehrsmaschine kann ihren Landeanflug fortsetzen. Die erfahrenen Fluglotsen der Prüfungskommission greifen nur im Notfall ein. Jede Einmischung wäre gleichbedeutend mit einem Nichtbestehen der Prüfung. Ich denke mir halt, es ist total anders, wenn ich halt alleine da sitze. Ich bin halt auch selbst verantwortlich für alles, was ich mache. Es wird schon ein komisches Gefühl sein, zuerst da zu sitzen und dann irgendwelche neuen Situationen, die ich noch nicht hatte, dann selbst mir Sachen zu überlegen, wie ich das löse. Aber ich denke mal, ich wurde genug vorbereitet, ein Jahr lang hier in Stuttgart, dass es auch funktionieren wird so.
Magna One Tower, hello, I call you back. Lufthansa 7 Yankee Charlie, wind 060 degrees 11 knots, runway 07, cleared for takeoff. Tschüss. Der Verkehr auf den Bahnen erreicht seinen Höhepunkt. Im Minutentakt starten oder landen nun Maschinen auf dem Stuttgarter Flughafen. Christian lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Fast schon routiniert erteilt er die nächste Landefreigabe. Rosa 40, wind 060 degrees 11 knots, runway 07, clear. Christians Anweisungen sind im Cockpit klar und deutlich zu verstehen. Auch das letzte Landemanöver in seiner Prüfungszeit verläuft ohne Probleme. Sicher setzt die Maschine auf. Wir haben jetzt genug gesehen und wir werden uns dann noch kurz besprechen. Okay. Machen Sie noch eine Übergabe. Jamings 200 Trigon 4 Kilo Yankee auf der Welle. Jamming 6 Yankee kommt eng auf die 4 Kilo Yankee und die Delta Yankee Papa Echo ist fertig. Check. Das wäre alles. Jamming 200 Trigon 060 degrees 12 knots, runway 07, clear to land. Ein intensives Gespräch bildet den Abschluss der Lizenzprüfung. Neben der fachlichen Bewertung interessiert die Prüfer auch, wie Christian seine Leistung selbst einschätzt. Also ich fühle mich jetzt schon ein bisschen aufgeregter. Während der Arbeit war es eigentlich ganz ruhig, also ganz normal. Es war halt normales Arbeiten und sonst lief auch alles wunderbar, fand ich eigentlich. Gut, das fanden wir auch, also in dem Sinne. Herzlichen Glückwunsch, alles bestanden. Danke. Jetzt kann Christian in seinem Traumberuf durchstarten. Ja, doch geschafft. Also jetzt mit der Aufregung war es doch ganz schön. Anstrengend ist noch zu Ende, aber haben gesagt, war alles wunderbar. Die Arbeit war sehr gut und so muss es sein und geschafft.